An Pfingsten feiert die Kirche das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes. Künstler taten sich anfangs schwer mit der Darstellung des Heiligen Geistes. Wie sollte man etwas malen, darstellen, das von seinem Wesen her unsichtbar war? Blicken wir in die Bibel. Begegnet uns dort der Heilige Geist als Wind, Feuerflamme oder als Taube? Die Taube ist davon die verbreitetste Form der Darstellung des Heiligen Geistes. In unserer Ägidienkirche finden wir sie über unserem Pfingstfenster und am Schalldeckel der Kanzel. Das hat seinen Ursprung in der Taufe Jesu. Die neutestamentlichen Evangelisten berichten, dass sich nach der Taufe Jesu im Jordan der Himmel öffnete und der Geist Gottes in Gestalt einer Taube herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Damit wird das für mich Unsichtbare und Unfassbare mit etwas mir Vorstellbarem in Verbindung gebracht. Wobei der Heilige Geist natürlich keine Taube ist. Aber ich kann mir das Kommen des Geistes so vorstellen, wie das einstmals vertraute Bild einer Brieftaube, die aus dem Himmel zur Erde kommt. Die Taube als Botenvogel steht dabei für ein Geschehen, das zwischen Himmel und Erde hin und her geht. So wie die Brieftaube sicher ihren Weg zum Ziel findet, um zuverlässig ihre Nachricht zu überbringen. Die Taube ist also das, was das Zifferblatt einer Uhr mit seinen Zeigern für die ansonsten nicht darstellbare Zeit ist. In der Bibel liegt diese Verbindung zwischen Taube und Göttlichem nahe. Schon Noah sendet von der Eiche eine Taube aus, als die Erde bereits seit einiger Zeit von Wasser bedeckt war, um nach trockenem Land Ausschau zu halten. Die Taube kommt mit einem Olivenzweig im Schnabel zurück. Seit dieser Zeit ist die Taube mit dem Olivenzweig im Schnabel ein Friedenssymbol. Gott stiftet Frieden nach dem Schrecken der Sintflut. Die Taube repräsentiert dabei den Geist Gottes, der die gute Nachricht der Versöhnung zwischen Mensch und Gott bringt. Die Taube signalisiert Rettung und Neuanfang und wird zur Überbringerin der frohen Botschaft von der Bewohnbarkeit und Bebaubarkeit der Erde. 50 Tage nach Ostern feiern wir das Pfingstfest als den Tag, an dem die Jünger Jesu mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und beginnen, die frohe Botschaft in allen Sprachen der Welt zu erzählen. Am Pfingsten feiert die Christenheit mit dem Kommen des Heiligen Geistes den Geburtstag der Kirche. Der Völkerapostel Paulus von Tarsus fasst es in seinem Brief an die junge Gemeinde in Rom in die wunderbaren Worte: Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat.